Wobei das alles schon mit der Grafik auch seinen Charme hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt trotzdem mit der alten Grafik weiterhin lieben. Ich heiße euch willkommen, Kinder des Planeten. Was zum... Was war das? Unser Bewusstsein lebt lange über den Verfall unseres Körpers hinaus. Denn für den Planeten sind wir Fremde. Er einfach nimmt Zecken. Sich unserer nach dem Tod nicht an. Das klingt ziemlich furchtbar. Tut mir leid für euch. Diese Statue dient der Seele eines Gi als Gefäß. Schon zu lange lauscht niemand mehr ihrem Flehen. Ich bitte euch, leiht ihr euer Ohr. Der Planet stößt die Gi als Fremdkörper ab. Für sie gibt's wohl keine Rückkehr. Heißt das etwa, sie können nicht sterben? Die sind unbesiegbar! Aber am Leben sind sie auch nicht, oder? Gefangen zwischen Leben und Tod ist doch schlimmer als zu sterben. Du weißt doch gar nicht, wie es ist, tot zu sein. Ich meine, du lebst ja nicht mal richtig, oder? Miau! Sitz wohl im gleichen Boot wie sie. Igi sehnen sich nach Materie. Mhm. Genauso wie ich. Die Materia. Okay, jetzt geht das Psychospielchen hier los, oder was? Erlösung. Wir sind wieder tot. Noch sind wir am Leben. Wir sind gefangen in der Unendlichkeit. Komm schon! Übernimm du! Ich bin dran. Was soll das? Lass mich mal. Das war's dann. Los geht's! Keine Chance! Ja! Was? Ich leg los! Magiekreis. Ich lasse niemanden umstehen. Ruh dich aus. Du bist dran. Jetzt erst recht. Volle Kraft. Nimm das. Ja, super. Versteinert. Alle versteinert. Ich war gerade sowieso verwirrt, weil hier schon wieder irgendeine komische Nachricht ist. Ihre Fototan-App läuft ab. Alles klar. Erstmal blockieren. Ja, komm halt.
Die Gusche, wir machen jetzt kurz einen Prozess mit euch. Nichts überstürzt. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Endlichkeit. Die Gie sehnt sich nach Materia. Super! Los geht's! Gib alles! Ich übernehme. Ich zähle auf dich. Ich leg los. Feuerball. Ah, bitteschön. Einfach gar nicht so lange rumeiern. Oh, die Musik, ne? Wer ist dein Lieblingscharakter? Alle. Außer Hojo. Und viele von Shinra. Ah, die Truppe ja mag ich sehr gerne. Rufus. Außer ein paar von Shinra. Achso, gut, suche ich auch. Wie ich deine Antwort kannte. Oh, die Musik, Alter. Und Corneo. Oh, hi. Sehr schön für euch. Gemeinsam schaffen wir es. Der ist für dich. Jetzt wird's ernst. Das tut weh. Du übernehmen? Ich bin dran. Da. Auf geht's. Ich finde den Song eigentlich ganz sympathisch. Nee. Ich mag den auch nicht. Der geht einfach über Leichen, das ist auch nicht so toll. Da weiß ich gar nicht mal, ja. Was ist mit Heidegger? Der ist auch bei Shinra. Nein! Ultimative Materie? Wo ist sie? Sag schon! Ingi verlangt es nach Erlösung. Die Materie wird sie uns bringen. Es gibt sehr viele tiefe Figuren. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja nicht nur eine tiefe Figur. Erstmal muss man gucken, ob die überhaupt noch kaufbar ist, ne?
Ich denke mal schon. Und ich glaube, das war nur mit der Aeris-Figur, dass sie da so eine Macke hatte. Da kriegt man ja richtig Gänsehaut, was? Hab wirklich kein gutes Gefühl dabei. Gar nicht. Für das Volk der Gi ist der Tod die Erlösung. Und da sie den Planeten nicht verlassen können, könnte es sein, dass sie ihn selbst auslöschen. Red voll überfordert. Nicht jemand haben, der so zuverlässig ist wie ich und gut auf sie aufpasst? Ja, na klar. Aus der Sache halten wir uns alle lieber raus. Dafür ist es zu spät. Will er uns um irgendwas bitten? Aber guck mal, das stört Red gar nicht mehr so, ne? Hat die einst unbefleckte Materia unwiederbringlich schwarz gefärbt wie die Nacht. Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst unbefleckte Materia unwiederbringlich schwarz gefärbt wie die Nacht. Die Sehnsucht unseres Volkes hat die schwarze Materia unwiederbringlich schwarz gefärbt wie die Nacht. Der Seppelrott. Wir brauchen diese Materia. Seritov. Ihm können wir sie nicht überlassen. Ich weiß nicht, ob wir ihn täuschen können, aber versuchen wir es. Die Materia. Übernimm. Ich leg los. Ah, du Nervensäge, Alter. Es wird heiß. Verdammt. Ich regel das. Fliege ich davon? Oh nein. Jetzt erst recht.
Drecksack, Alter. Es ist aus. Diese blöde Hexe. Ich zähl auf dich. Mir wird schon was einfallen. Kann mich hier mit abbauen? Cloud! Geht klar. Zeit zum Ausruhen, oder? Jederzeit wieder! Ja. Scheiß Hexe, ey. Wir haben 21 Grad. Diejenigen, die nicht aus dem Lebensstrom geboren wurden, können auch nicht in ihn zurückkehren. Und so wandern unsere Seelen umher, auf der Suche nach einer letzten Ruhestätte. Ihr könnt zu mir in den Keller kommen. Verdammt zu einem Dasein in Rastlosigkeit. Nicht mehr am Leben, aber auch nicht imstande zu sterben. Unser einziger Wunsch ist es, endlich von diesem grausamen Schicksal erlöst zu werden. Altar des Schatzes. Boah, du creepy Dude, ey. Einst fiel meinem Volk die reinste aller Materia in die Hände. Wir Gi bargen unseren Wunsch nach Freiheit in ihr. Am Ende einer Ewigkeit erhörte die Materia endlich unseren Wunsch. Sie wurde zu einem Hoffnungsschimmer, der die lang ersehnte Erlösung versprach. Wir jubelten. Wir waren glücklich, dass unsere Gebete nicht umsonst gewesen waren. Doch dann drangen die Zetra in unser Land ein. Und kaltblütig entrissen sie uns die schwarze Materia. Und deswegen flehen wir euch an. Bringt unseren Schatz zurück. Bitte. Die schwarze Materia ist von größter Bedeutung für mein Volk. Wir ruhen nicht, bis sie wieder in unserem Besitz ist. Das haben wir geschworen. Und sollte eine Nachkommen der Zetra bereit sein, uns zu helfen, könnte das unserem lang gehegten Hass ein Ende bereiten. Wo ist sie? Es heißt, dass die schwarze Materia im Tempel des alten Volkes versteckt sei. Mhm. Altes Volk. Zetra. Tempel. Sagt ihr nichts? Also, doch, das sagt mir was. Vergib mir meine Zweifel. Aber kann ich dir wirklich trauen? Hey, du! Ich sag vorher, was die Zukunft bringt. Und das Misstrauen mache ich Vertrauen. Du kannst ihm ruhig vertrauen. Versprochen. Oh, wow. Es scheint, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Beeilt euch. Bringt die schwarze Materia zurück.
Ich wünsche euch viel Glück, Kinder des Planeten. Kleine Clown, ey, wirklich. Los, gehen wir nach oben. Okay. Sag ja, 4D-Kino, ja. Ich mach dich stolz, Papa. No. Ich glaube, er kann schon stolz auf dich sein, Nanaki. Ihr habt es unbeschadet zurückgeschafft. Meister Bugenhagen wird hocherfreut sein. Ich bringe euch zu ihm. Folgt mir. Der Busenhagen. Die haben wir ganz schön hinter das Licht geführt. Was? Diese Gigeister denken doch tatsächlich, dass wir ihnen ihre Materia zurückbringen. Oha, Yuffie! Sie haben sie als ihre Erlösung bezeichnet. Also sag mal, Yuffie! Also ist es eine mächtige Materia. Eine vielleicht zu mächtige Materia. Die können wir ihnen nicht einfach so überlassen. Und ihm auch nicht. Ihm? Sephiroth. Sephiroth. Habt ihr ihn denn nicht gespürt? Nein. Du kennst den Typen am besten. Wenn du sagst, dass er hier war, war er das auch. Heißt das etwa, dass dieser Sephiroth auch hinter der schwarzen Materie her ist? Ja. Davon sollten wir ausgehen. Was stehen wir dann hier noch rum? Los! Niemand schnappt mir diese Materie vor der Nase weg! Das ist nicht deine! Bugenhagen, ich lache immer noch. Ja, der Bugenhagen. Sag mal, Ketschi, woher weißt du eigentlich vom Tempel der Setra? Ja. Ich. Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich davon weiß. Ich habe eine Vermutung. Hä? Ich habe mal entsprechende Informationen in Firmenunterlagen gelesen. An einem Shinra-Terminal sollten wir mehr herausfinden. Gibt es so eins in Cosmo Canyon? Ich glaube schon. Am besten fragen wir Boogie mal danach. Boogie? Nenn ihn Boogie. Den Boogie. Oh mein Gott, es wird ja mal schlimmer. Hey, der Boogie. Ah, da ist er ja. Ho, ho, ho. Ihr seid wohlbehalten zurück. Den Sternen sei Dank. Was für ein Glück. Jetzt mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, Opa. Ich bin immerhin der Sohn des großen Kriegers Seto. Ja. Boogie? Ich habe eine Frage. Ups. Im Tal müsste es ein Terminal geben, das an Boogie, das Netzwerk von Shinra angeschlossen ist. Nur wo? Oho. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Ein Terminal gab es. Überaus interessant vom Standpunkt der Technik. Es hat mich sehr fasziniert. Und deshalb habe ich es auseinandergenommen. Und es zu einem Generator umgebaut, der uns seitdem mit Strom versorgt. Miau! Kennst du den Tempel des alten Volkes? Ich verstehe dich ganz. Die Zetra haben keinen Gott, den sie anbeten. Warum sollten sie also einen Tempel errichtet haben? Gute Frage. Aber es gibt zahlreiche Legenden über ein Bauwerk der Zetra. Ein Bauwerk, dem ein Mensch, ignorant der Lebensweise der Zetra gegenüber, die Bezeichnung Tempel verpasst haben könnte. Du bist der Beste, Opa. Ho, ho, ho. Ja. Allerdings ist mir der genaue Ort unbekannt. Und die Zetra hat damals ein grausames Schicksal ereilt. Es könnte passieren, dass ihr dort nicht mit offenen Armen empfangen werdet. Wollt ihr es wagen? Bereitet euch gut vor. Schaut, horcht,
und fühlt. Saugt all das Wissen im Tempel auf, das es in Büchern nicht gibt. Und wenn ihr zurück seid, berichtet mir doch, was ihr gelernt habt. Meister Bugenhagen! Was ist? Ich habe zu tun. Aber der Mann in dem schwarzen Umhang ist zurück. Was sollen wir tun? Ach je, ein Bekannter von euch? Wo ist er jetzt? Er ist am Eingang zum Tal. Sehen wir nach, Cloud. Ja. Mentor des Schnellreiseservice. Okay. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Malaki. Ist doch alles in Ordnung mit ihm? Ja, er ist nur etwas geschwächt. Mhm. Man sieht immer mehr von ihm hier. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es wäre bloß eine Mako-Vergiftung. Nebelheim. Nebelheim. Nebelheim ist doch... Das Dorf, aus dem wir kommen. Aber natürlich! In Nibelheim finden wir auf jeden Fall ein Terminal. Ja, da finden wir nicht nur das. Richtig. Dort gab es eins. Cloud, du hast es vorhin doch gesagt, dass man mir ruhig vertrauen kann, nicht? Vielleicht hast du auch nur gelogen. Aber selbst wenn, ich will dir beweisen, dass du absolut recht hattest. Aber... Versuchen wir es. Auf nach Nibelheim. Verzeiht die Einmischung, aber ihr wollt nach Nibelheim? Dort kommt ihr von hier aus nämlich nicht hin. Nicht über Land. Fliegen! Aber per Luft. Bauchzeichen, richtig? Genau. Na dann mal zurück zum Flugplatz. Neue Aufträge. Cloud, ich konnte ganz in der Nähe eine Protosubstanz orten. Allerdings ist das Signal nur schwach. Den genauen Standort konnte ich daher leider nicht bestimmen. Aber das Signal ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Ja, da müssen wir auch noch hin. Wer den... Muss ja den Ort hier noch abschließen, ne? Niemals sehen wir dann am nächsten Freitag. Bitte was, Chloe? What? Wait a minute. Okay. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Hast du schon von den Vorfällen um Avalanche gehört? Selbst hier im Tal wurden Fahndungsschreiben verteilt. Manche Menschen verwenden ausgerechnet die Gefahr. So, zwei neue Aufträge. Easy. Wo muss ich hin? Da war ich noch nicht. Okay. Bugenhagens Auftrag. 1, 2, 3, 4, 5 Punkte hat das. What the fuck? Hätte sofort etwas unternehmen sollen. Der Vergangenheit nachzutrauern bringt nicht. Die Kosmoflamme wacht schon. Die Kosmoflamme wacht schon seit zig und Jahren. Und es ist so anstrengend, so langsam zu reden. Warum tun sie das?
Niemand weiß es. Also, erstmal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Die Kraft aus dem Inneren. Oh, fuck. Eigentlich müssen wir nochmal hier zurück, weil hier müsste ich Karten spielen. Ah, da müsste ich fliegen, ne? Zurückfliegen. Oder? Ich glaube ja. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Ja, nirgendwo hin. Ich will auf die Karte gucken. Ah, ich muss nach oben zu Bogenhagens Raum, ne? Ja, dann. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? De. Passt so gut, ja. Es passt so. Ah, mein Rücken. Ochi. So, Boogie. Boogieman. Du willst irgendwas von uns mal wieder. Dass du abgeblieben. Heilung annehmen. Aber ich bin nie. Opa, was machst du hier? Oh, das will ich dir gerne sagen. Ich suche alles zusammen, was ich brauche. Ich gedenke nämlich, etwas Feldforschung zu betreiben. Das habe ich schon viel zu lange nicht mehr getan. Ja, aber das können wir doch für dich machen. Du solltest nicht mehr irgendwo allein rumlaufen, Opa. Also, ich muss doch sehr bitten. Ich bin so fit wie lange nicht mehr. Oh. Ich schwitze so sehr. Oh, mein Siehst du, ich hab's doch gewusst. Oh. Deine Feldforschung übernehmen wir. Und du ruhst dich aus. Oh. Knacks. Oh. Nun ja. Wo ihr schon mal hier seid, ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee. In Ordnung. Ihr dürft mir helfen. Erinnert mich an Roshi, der Opa, ja. Gut, was sollen wir tun? Ho, ho, ho. Wisst ihr, es gibt da etwas, das mich sehr beschäftigt. Diesen Bericht habe ich verfasst, als ich früher einmal die hiesigen Lebensquellen untersuchte. Sieht ungewöhnlich aus. In der Tat. Der Lebensstrom ist in ständiger Bewegung, stets im Wandel. Aus eben diesem Grund entlädt sich seine Energie auch immer an wechselnden Orten. Allerdings hat unsere Forschungsgruppe jüngst etwas sehr Besorgniserregendes entdeckt. Nun, vielleicht könnt ihr ja etwas Licht ins Dunkel bringen. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr euch an diese Orte begeben und dort die Makrowellen mit meinem Messgerät untersuchen könntet. Mhm. Ich Alles weiß klar. schon wo. Machen wir. Suche mit Hilfe von Boogies Zeichnung im Lebensquellenforschungsbericht Nummer 1 nach dem vertrockneten Lebensquelle. Oh, mit Karte suchen. Okay. Versehen Sie mich, ich bin in Rebirth gemeldet, mir fehlt nur eins. Ah, ist doch nicht schlecht. Wenn es etwas gibt, wovor wir uns fürchten, dann sicher nicht vor unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir zusammen nach diesem Stern leben, sondern vor fremden Wesen. So, die andere Aufgabe ist da drüben. Wo ist das? Das ist mein verhasster Kaktor-Gedöns. Oh, okay. Ja. Möge der Planet uns alle Ja, Zeit gut. Wohin soll es gehen? Bitte was, Driver?
Solche Omen sind an sich nicht unbedingt selten. Die Frage ist nur, ob der Sternenschauer auch tatsächlich erscheint. Bislang jedenfalls konnten noch keine Anzeichen dafür gesichtet werden. Sollte sich der Sternenschauer auch weiterhin nicht zeigen... Vertrauen wir auf die Kraft. Verzeihung, ist etwas geschehen? Kraftlos in Erinnerung. Ah, ihr seid die Freunde von Nanaki, richtig? Verzeiht bitte, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name lautet Cäsar. Ich bin einer der hiesigen Ältesten. Es ist so. Seht ihr dieses Ungetüm? Welches schon seit grauer Vorzeit als Vorbote großen Unheils bekannt ist. Ja. Es wurde in der Nähe des Tals gesichtet. Wie furchtbar. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solcher Vorbote beobachtet wurde. Julius, bist du es? Doch bis zum heutigen Tag hat unser Planet noch jedwedes Unbill abwenden können, das ihm und damit auch uns drohte. Dieses kosmische Himmelsereignis, das ihr hier auf den Bildern erkennen könnt, ist Zeugnis des Sieges des Planeten über das Unheil. Ist die Gefahr gebannt, regnet ein Sternenschauer auf die Erde hernieder. So hell, dass sein Strahlen selbst am Tage zu sehen ist. Ich kann nichts erkennen. In der Tat. Ich muss dazu sagen, dass diese Bilder nicht hier, sondern an weit entfernten Orten aufgenommen wurden. Denkbar wäre daher auch, dass der Sternenschauer bereits woanders in unserem Tal niedergegangen und mittlerweile erloschen ist. Machen wir uns auf die Suche? Du gibst doch eh keine Ruhe, bis wir gehen, oder? Oh, das würdet ihr für uns tun? Ihr würdet uns damit einen großen Dienst erweisen. Jener Vorbote des Unheils wurde an drei verschiedenen Orten gesichtet. Es ist anzunehmen, dass auch der Sternenschauer dort in der Nähe herniedergehen wird. Hier, nehmt diese Referenzunterlagen und ein Aufzeichnungsgerät mit euch. Oh Gott. Fangt den Sternenschauer in gleicher Weise ein und bringt uns dann die frohe Kunde. Möge der Planet euch alle Zeit schützen. Oh je. Foto der Sternenschauer. Na, das wird ja lustig. Da nicht schon mal oben? Ja, gerade das Training Planning ist sehr aufwendig. Oh, machst du die gerade? Also nicht schwer, ist nur aufwendig. Na, ja, dieses scheiß Flugdings muss ich auch noch machen. Heute mal probieren, vielleicht schaffe ich es. Schade. Was machen wir denn zuerst jetzt? Ich habe keine Ahnung.
und tschüss! Übernimm du. Bin ich jetzt drin? Flieg! Angriff! Super! Los geht's! Nimm das! Angriff! Hier kommt er! Ich übernehme. Nichts überstürzt. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Übernimm du. Ich regle das. Angriff, Aston! Ich führe euch, was losgeht. Ich mach das. Bringen wir es hinter uns. Sehr gut. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Dann zeig, was du drauf hast. Los! Beide endlich mal ihr Special gemacht. Hallo Bomber. Diese Ruinen hier sind untrennbar mit dem Lebensstrom verbunden. Sie wurden einst errichtet, um ihnen den Weg durch das Tal zu weisen. Ihre Instandsetzung kommt also auf jeden Fall dem Planeten zugute.